letzte Zeit und heute mal wieder China günstig Ware. Ich habe da wieder was in die Finger bekommen, was da verkauft wird. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick rein. Normalerweise relativ teuer, in dem Fall habe ich so meine Zweifel. Ja, ein Staubsaugerroboter. Normalerweise sind die relativ teuer, wie gesagt. Der hier hat einen Preis von sagenhaften 7 Euro. Für 7 Euro ein Staubsaugerroboter, das kann spaßig werden. Schauen wir mal, was wir diesmal haben und was drin steckt. Also erstmal Packung hier ab 14 benutzbar. Auf der Unterseite haben wir dann die Angabe, ab 3 Jahren darf man es wohl benutzen. Super Long Standby, Efficient Clean und Obstacle Avoidance. Er fährt also um Hindernisse drumherum, soweit der Plan. Wir haben hier nochmal ein Icon, was zeigt, dass da wohl was eingesaugt wird. Das ist schon mal ein Unterschied zu vielen anderen günstigen. Es gibt viele von den Dingern, die aber nicht saugen in dem Sinne, sondern einfach nur ein Tuch drunter haben. Der hier, der scheint wohl zu saugen, auch weil wir hier diese Lüftungsschlitze haben. Cost Effective, Economic Choice, Strong Suction und Cooperate with Multipurpose Vacuum Accessories. Das möchte ich sehen. Household Cleaning New Experience. Ja, gut. Was haben wir noch hier? Ihr seht, ist schon offen. Automatically Move wäre sinnvoll bei einem Roboter. Clean, ja, wäre auch. Aber hier ist wieder so ein Tuch abgebildet. Ja, was jetzt? Rückseite? Nicht viel mehr. When charging the red light flashing, charging is complete, red light go out. Okay. Und der Kram hier, was steht da Schönes? Es gibt anscheinend 4 Modelle davon. Es gibt welche mit 4 AA-Batterien oder 2 AA-Batterien. Ah, okay. Es gibt 2 Stück, die mit diesem Tuch sind. 2 Stück, die mit Vakuum sind, also die wirklich saugen. Und die gibt es dann jeweils in einer Variante mit Lithium-Akku und mit AA-Batterien. Ist leider nicht angekreuzt oben, was das hier für eine Variante ist. Wir werden es sehen. Gut. Also, Obstacle Avoidance klingt auf jeden Fall so, als ob er zumindest irgendetwas macht. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Der hier war schon mal offen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. SD-Karte verreckt und so. Aber so sieht das Ding aus. Und wir bekommen selbstverständlich auch eine Anleitung mit dabei. Viel zu sagen ist zu der nicht. Wir haben halt irgendwas, was wir rausholen können. Wir haben hier einen Schalter und einen USB-Port. Und irgendeinen Pfeil, der hier an die Stelle geht. Wieso auch immer. Gut, weg damit. Gucken wir uns mal lieber unseren Clean Robot an. Wir sehen, es ist ein kleiner Rundling, der so ein bisschen nach oben gewölbt ist. Mehr oder weniger klassische Form. Wenn wir dann rund gucken, dann sehen wir hier vorne, da ist irgendwie was, was nach vorne raussteht. Ich gehe mal davon aus, das ist vorne, dass das ein Abstandssensor oder so ist. Denn Collision Avoidance heißt ja, er muss irgendwie wegfahren können. Rückseite haben wir einen Powerknopf und einen Micro-USB-Anschluss. Sonst an der Seite hier ein Auslass. Auf der Unterseite 2 Räder hier hinten, die nicht angetrieben sind. Einer hier vorne und der kann sich schon mal drehen und kann fahren, wie es aussieht. Das dürften dann Lenkung und Antrieb sein. Was wir auch haben, ist hier ein Schlitz und eine Silikonlippe oder sowas, um da den Schmutz einzufangen. Und die können wir hier anlocken. Das ist dann unser Schmutzbehälter, den wir wegholen können. Hier sitzt tatsächlich auch ein Impeller oder was ist das? Also so ein Lüfter, der entsprechend hier ansaugt und dann wo was hier wieder rausbläst. Der hier, der hat hier oben nochmal ein Gitter als Filter in Richtung innen und den kann man aufklipsen und da haben wir unser Fach mit dem entsprechenden Dreck vom letzten Test. Hooray! So, machen wir das mal alles wieder zusammen. Da würde ich sagen, ich schalte ihn einfach mal ein und gucken wir mal, was er macht. Okay, wir sehen mehrere Dinge. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera rüber. Machen wir den mal wieder ein bisschen aus hier und ich hebe ihn mal hoch. Also das erste, was ich fühle, ist, hier kommt tatsächlich Luft raus. Also es ist eine Saugfunktion. Yay! Und das zweite, was man sehr gut sehen kann, das hier vorne ist kein Abstandssensor. Es ist eine blinkende RGB-LED. What the heck?
Gut. Also, für alle Gamer, die nirgendwo zu wenig RGB haben können, ihr könnt jetzt in euren Staubsaugerrobotern RGB haben. Heißt natürlich gleichzeitig, da ist kein Kollisionssensor. Entsprechend fährt er auch überall gegen. Ja, yeah. Gut. Machen wir das Ding mal auf. Hier unten sind ein paar Schrauben drin. So, wenn wir dann alle Schrauben gelöst haben, dann sollte theoretisch der Deckel abkommen und dünn hier drin. Ja, okay. Was haben wir denn Schönes? Gehen wir mal kurz durch. Wir haben eine 18650 Zelle. Mal gucken, ob hier noch was draufsteht, so kapazitätsmäßig. 1800 mAh, sagt das Ding. Die hängt an einem von diesen Boards und ich glaube, die kennen wir sehr gut. Wenn ich mal kurz hier gucke auf meinem Tisch, hier liegen sie noch. Also das hier sind die, die ich immer verbaue. Wer gewisse Ähnlichkeiten jetzt sieht, ja, das ist offensichtlich soweit das Gleiche. Okay, es ist also einfach so ein TPS Charge IC mit einer Protection hinten dran. Immerhin Protection, hey. Auf der Plusseite ist jetzt Batterie und Out vertauscht, aber das ist egal, die sind eh kurz geschlossen. Der Pluspol geht dann über einen Schalter, was wirklich ein Hardware-Schalter, der den kompletten Strom killt, ist. Dann weiter, das heißt unsere maximale Standby-Zeit, die angesprochen wurde, die stimmt tatsächlich. Ich meine, wenn ich den Strom ausschalte, geht das. Und von hier aus geht ein dünnes Kabelchen zu dem hier. Das ist der Motor für diese Staubsaugerfunktion. Da ist nochmal ein Elko und ein Kerko daneben. Und von da aus direkt parallel geschaltet hier hinten. Das ist ein Motor, der anscheinend für den Antrieb ist. Hier sind noch ein paar Zahnräder dazwischen, wenn wir da mal so ein bisschen reinspinzen. Es ist aber tatsächlich nur ein Motor. Also das Ding kann auch keine wirkliche Lenkung haben, weil wir drehen ja nur ein Ding und das muss vorwärts gehen. Und was wir dann auch noch haben, direkt davon weggeholt, das sind hier zwei Drähtchen. Und unten drin, da sehen wir die LED, die hier mit Heißkleber eingeklebt ist, hochprofessionell. Und direkt da dran klebt irgendein Widerstand, das ist dann wohl direkt der Vorwiderstand, passend für die LED. Also auch an der Stelle nicht wirklich viel zu sehen. Was die Lenkung angeht, ihr habt ja gesehen, das Ding ist in unterschiedliche Richtungen gefahren. Naja, wenn ich einschalte, der dreht sich einfach und hat so eine Art Mitnehmer, wo er, sobald er Widerstand hat, irgendwie geradeaus fährt und ab und zu mal nicht. Da sind anscheinend ein paar Zahnräder, die da Dinge tun. Aber wir haben offensichtlich den Antrieb nach vorne und die Lenkung hier kombiniert. Viel ist nicht drin, dann messen wir halt das, was wir haben. Wir können erstmal natürlich gucken, wie viel Strom zieht denn der ganze Kladderadatsch hier mit den Motoren. Und, naja, das ist mehr als ich erwartet. Wieso ist der jetzt aus? Hätte. Ja, das waren gerade zeitweise mal 800 mA, die er angezeigt hat. Jetzt geht er gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass die Zelle einfach leer ist. Moment, ich habe hier noch Zellen. Wechseln wir die gerade, dann können wir die Messung nochmal sinnvoll machen. Das dürfte besser sein. Und die hier, die stecke ich gleich mal in den Akkutester. Gucken wir mal, was da wirklich dahinter steckt. Gerade nochmal gucken. Minus, plus. Jo, das sollte passen. Und, läuft doch gleich viel schneller. Na gut, ist halt nichts drin, ne? So. DC Nummer Zero. Das ist ein bisschen problematisch, weil hier natürlich überall auch von den Motoren Magnetfelder rumschweben. Die bringen hier mein Messgerät etwas durcheinander. Und wenn wir einschalten. Wow! 1,22 irgendwas Ampere. Also es kommt natürlich ganz drauf an, wenn wir fahren, wird es wahrscheinlich was höher gehen. Ja, 1,5. Teilweise bis zu 2 Ampere. Das ist natürlich einiges. So kleine Motoren, also direkt warm werden sie jetzt nicht von dem kurzen, aber puh, das über die kleinen Drähtchen hier könnte warm werden. Hier mal wieder unsere gute Zelle raus, die andere, wie gesagt, gleich getestet. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie läuft denn das hier mit dieser Mechanik hier drin ab? Denn, naja, wenn wir da reingucken können, eventuell. Ihr wisst ja, ich kaufe die nie ohne Hintergedanken. Eventuell kann man das Ding hier später mal modifizieren mit ein bisschen mehr Intelligenz.
So ein paar Sensoren, dass er weiß, wo er ist im Raum, sind eventuell nicht schlecht. Wir haben mehr als genug Platz, um da einen Mikrocontroller drin unterzubringen. Und ja, wenn wir eine Lenkung hinkriegen würden. So, hoffen wir mal, sie haben keine Federn eingebaut. Nein, das kommt mir nicht direkt alles entgegen. Also, wir haben einmal hier ein Schneckengewinde drauf. Das geht auf das hier. Okay, das hier ist das Drehen. Das hier ist lose. Na super. Gut, also das hier ist tatsächlich nur. Das ist tatsächlich nur eine Reduktion hier oben, oder? Ist es Reduktion? Ja. Klein auf groß, ja. Reduktion. Das heißt, die eigentliche Antriebsmechanik muss hier unten drin sitzen. Nee. Muss ich ja noch weiter zerlegen. So ein Pech aber auch. Ich muss Dinge zerlegen. Allgemein bin ich überrascht, dass das hier alles geschraubt ist. Ich hätte jetzt ehrlich Clips und Verklebungen erwartet, aber wie wir sehen, hier sind überall Schrauben. Mehr als genug, also die waren wohl im Sonderangebot. Der hat überhaupt nichts, was antreibt zum Drehen. Der ist nur einfach nicht befestigt. Deswegen, ja. Also dieses Zahnrad dreht eigentlich nur die Räder, aber wenn wir die Räder festhalten, dann dreht das Zahnrad auf einmal durch, also kann die Kraft nicht mehr übertragen und da unten alles locker ist, fängt er an, dann hier den Kranz zu drehen. Aha. Na gut, das könnte man aber eventuell irgendwie basteln. Wenn ich da hier unten ein Servo dranhänge und den damit feststelle, dann könnte ich ja im Prinzip lenken. Soweit die Theorie. Na gut, wie gesagt, Umbau, wenn andere Folge, weil da muss ich dann noch ein paar Gedanken machen und Dinge besorgen. Aber was wir machen können, ist einfach mal ein Vergleich. Wie saugt denn der hier gegen einen professionellen? Wo sind denn da die Unterschiede? Das können wir uns auf jeden Fall schon mal angucken. Und dazu gehen wir mal an eine etwas dreckigere Stelle. Ja, das gibt's dreckiger als mein Schreibtisch. Als Konkurrent tritt hier irgendein alter Roomba an. Gehört nicht mir, der ist eben hier so im Flur vorbeigefahren und der Nachbar vermisst ihn noch nicht. Also haben wir einen kurzen Moment, da mal zu vergleichen. Gucken wir erstmal auf die Sensortechnik, die verbaut ist. Wir haben ja gesehen, hier bei dem Billigding ist gar nichts drin. Bei dem Roomba, da sieht das schon anders aus. Die ganze Front hat hier dieses ja so dunkelrote Plastik. Das ist ja eigentlich klassisch für IR. Also ich könnte mir vorstellen, dahinter werden wahrscheinlich irgendwelche Infrarot-Abstandssensoren sitzen, die dann gucken, ob da was im Weg ist. Quasi ähnlich zu den Ultraschallsensoren, die ich hier mal gezeigt hatte, nur halt mit Infrarot. Auch ist der ganze vordere Kranz ja nicht fest, sondern den kann man reindrücken. Das heißt, der kann auch, selbst wenn was infrarottechnisch nicht zu erfassen ist oder nicht im Sensorbereich ist, trotzdem merken, dass er irgendwo gerade gegenfährt. Und nicht nur gegenfahren, sondern auch zu weit fahren kann er merken, wenn beispielsweise der Boden plötzlich weg ist, weil da eine Treppe ist. Das erste wäre die Räder. Die sind hier auch gefedert gelagert. Wenn die zu weit rausgehen, dann hört man so einen Klicken, das heißt, da ist ein Schalter drin, der dann auch abschaltet, wenn das Rad irgendwo plötzlich in der Luft schwebt. Um das aber zu verhindern, gibt es hier an der Unterseite diese kleinen Fenster. Dahinter verbirgt sich auch irgendein optischer Sensor, der dann erkennt, ist da noch Boden oder sollte ich mir besser was anderes holen. Kein Sensor, aber auch ein wichtiger Unterschied. Wir sehen hier diese riesen Metallfläche. Ja, das Ding hier hat eine Docking Station, das heißt, wenn der Akku leer ist, fährt er sich selber wieder aufladen. Hier müssen wir den Akku entsprechend per Hand laden, indem wir so ein Micro-USB-Kabel reinstecken. Was das Reinigen angeht, ich werde jetzt keinen wirklichen sinnvollen wissenschaftlichen Test machen. Das lohnt nicht. Sagen wir mal, hier das Modell, das hat eine große Entropie. Er saugt tatsächlich, also es geht Staub weg. Das ist schon mal die positive Nachricht, aber es ist halt mehr oder weniger Zufall, wo er denn gerade saugt. Dadurch, dass es keine Lenkung gibt, keine Steuerung, kein gar nichts. Ich würde sogar sagen, es ist so, da an Stellen mit Staub eine höhere Reibung ist, dass der Roboter quasi vor Staub wegfährt und davor flüchtet. Ist jetzt nicht unbedingt so optimal. Hingegen das professionelle Modell, naja, ich denke, man kann relativ gut hier in der Zeitraffer sehen, der hat
eine Lenkung nicht nur, sondern der hat auch irgendwie ein halbwegs System dahinter. Der fährt irgendwie so die Seiten ab und ja, fährt dann kreuz und quer. Wie gesagt, das hier ist ein relativ altes Modell. Ich glaube, irgendwelche neueren, ich weiß jetzt nicht, wie es hier bei dem Hersteller aussieht, aber von anderen Herstellern auf jeden Fall. Die haben dann Handy-Apps dabei, da kann man sich dann am Schluss die komplette Wohnung angucken, weil der einfach die Umrisse aufzeichnet und sich die auch merkt, sodass er dann Raum für Raum abfahren und reinigen kann und auch genau weiß, wo er beim letzten Mal dran war. Das heißt, wenn er irgendwie so 1,5 Räume gereinigt hat und merkt, Akku werde ein bisschen eng, dann fährt er halt zurück, lädt auf und wenn er fertig ist, fährt er wieder an die Stelle zurück und macht da weiter. Also die Steuertechnik hat sich da in den letzten Jahren doch deutlich verbessert gegenüber dem, was da früher so verbreitet war. Nur eins können wir relativ sicher sagen, ja. Unser China-Bomber hat davon überhaupt nichts. So, war das nun eine gute Idee, hier das Ding zu kaufen? Nee. Nee. Sind wir ehrlich, 6 Euro oder was es waren, das ist nicht wirklich ein Preis. Entsprechend waren meine Erwartungen da von Anfang an sehr gering. Ich bin davon ausgegangen, dass da nichts wirklich praxistaugliches an Ansteuerung drin ist. Ich hätte vermutet, dass eventuell ein ganz einfacher Mikrocontroller, der irgendwie auf den Sensor reagiert, aber auch nicht drin. Kein Abstandssensor, kein Mikrocontroller, aber ganz ehrlich, das sind auch Sachen, die sind für mich nicht relevant, denn ich bin ja schon davon ausgegangen, dass ich hier den irgendwie umrüsten möchte. Ja, umrüsten ist ein schönes Stichwort, denn da kommt dann der Punkt, wodurch das Ding doch ein bisschen enttäuscht hat. Denn ich hatte eigentlich tatsächlich gehofft, dass wenigstens zwei Motoren drin sind und wir irgendwie eine separate Lenkung haben. Das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Hier haben wir ja nur dieses Ding hier unten, was irgendwie lenkt und fährt gleichzeitig. Da muss ich mal also auf jeden Fall noch irgendeinen Umbau ausdenken, wie wir hier das so hinkriegen, dass ich Richtung und vorwärts, rückwärts separat steuern kann. Sonst gibt das nichts mit Umbau. Aber nee, das klingt nach einer Sache, die man irgendwie in den Griff bekommen kann. Nicht unmöglich auf jeden Fall. Generell glaube ich aber, dass sich das sogar funktionieren könnte, denn im Gegensatz zu dem Fliegenfänger, den wir schon mal hatten, der ja mehr oder weniger gar nichts gemacht hat, das hier ist so die Kategorie, well, at least it sucks, also der Staubsauger selber klappt, er zieht Staub ein da unten und das ist ja eigentlich so die hoppala, Hauptfunktion von dem Ding. Das heißt also, es könnte sogar sein, wenn ich hier irgendwie das Ding noch mit Mikrocontroller und Tonnen von Sensoren, die total überdimensioniert sind, vollstopfe, dass das Ding tatsächlich als halbwegs Staubsaugerroboter brauchbar ist. Mit Sicherheit nur für kleinere Flächen und nicht allzu anspruchsvoll, aber zumindest, dass er irgendwas tut. Das ist dann der Plan für das nächste Mal, wenn ich ein Video hierzu mache. Die Lenkung in den Griff bekommen, die Steuerung irgendwie reinmachen, Sensoren irgendwie reinmachen und dann am Schluss kommt der Deckel drauf und dann tut er hoffentlich am Schluss auch das, was er soll.